ich bin's wieder, Doro, mit einem besonderen Rezept heute für euch. Es kommt nämlich ein toller neuer Film ins Kino, Tabaluga, der Film, am Nikolaustag, am 6.12. Ein Highlight für die ganze Familie und das ist auch unser Rezept. Wir haben nämlich einen No-Bake-Cake für euch gemacht mit den Tabaluga-Smoothies und den Knusperfrüchten, die es bei Edeka gibt. Und jetzt hier für euch ein erster Eindruck in den Film. Endlich landet Tabaluga auf der großen Leinwand. Au. Iceland. Du bist ein Drache. Wirklich? Mit den Liedern von Peter Maffay fliegt in ein Abenteuer mit einem Helden. Du bist ein echter Drache. Auf der Suche nach seiner Bestimmung. Tabaluga, der Film. Ab 6. Dezember im Kino. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Animationsfilme und den gucke ich mir mit meiner kleinen Patentochter an. Das habe ich schon geplant. Unsere heutige Hauptzutat sind diese Tabaluga-Smoothies. Die gibt es in drei Sorten hier und die Knusperfrüchte. Ein Teil von den Erlösen von den Tabaluga-Produkten geht übrigens an die Peter-Maffay-Stiftung für benachteiligte Kinder. Und das ist natürlich ein besonderes Kaufargument, finde ich. Also, wir fangen mit dem Boden an. Dafür habe ich Müsli, Ahornsirup und Butter. Die werden wir als allererstes mal schmelzen. Im nächsten Schritt wird das Müsli zerkleinert. Dafür brauchen wir ein bisschen Platz und ein Nudelholz und einen Gefrierbeutel. Das Müsli gebe ich in den Gefrierbeutel und dann walze ich mit dem Nudelholz darüber, dass das Müsli zerkleinert wird. So, das sieht gut aus. Ja, fantastisch. Dann gucken wir mal nach der Butter. Und in meine Butter kommt jetzt das Müsli. Dazu kommt jetzt noch der Ahornsirup und dann wird alles gut vermischt. So, das hat sich alles gut vermischt. Jetzt habe ich schon mal meine Backform vorbereitet mit Backpapier. Ich habe das hier ein bisschen festgeklebt, denn wir backen ja heute nicht. Denn Klebestreifen im Ofen, das wäre nicht so gut. Und da kommt jetzt hier unser Boden rein. Das sieht schön gleichmäßig aus. Den stelle ich jetzt in den Kühlschrank und fange mit der Creme an. Dazu brauche ich zuallererst die Gelatine. Die wird zuallererst in etwas Wasser eingeweicht. Da habe ich hier schon mal einen Teller vorbereitet. Und da kommt ihr einfach rein. So, die weicht jetzt ein. Und wir verquirlen den Quark und den Rohrzucker. Oh, der Zucker hat sich aufgelöst. Huch, bisschen viel Schwung. Jetzt gucke ich mal nach der Gelatine. Ja, die fühlt sich auch sehr gut an. Die wird jetzt weich, das dauert so etwa 5 bis 10 Minuten. Und jetzt erwärme ich erstmal Milch auf dem Herd und da drin lösen wir die dann auf. Die Milch darf übrigens nicht kochen, dann geht nämlich die Gelierkraft der Gelatine kaputt. Die wird jetzt so ein bisschen ausgedrückt. Und die kommt jetzt in die warme Milch. Wenn die Gelatine sich komplett aufgelöst hat, dann gebe ich zum Temperaturausgleich so etwa einen Löffel Quark da hinein. Die Mischung rühre ich jetzt in den Quark. Das Ganze muss übrigens recht schnell gehen, weil sich sonst Klümpchen bilden können. Jetzt hat unser No-Bake-Cake ja drei Farben mit den drei unterschiedlichen Smoothies. Und deswegen habe ich hier drei Schalen vorbereitet. Und da werden wir jetzt unsere Quarkmasse dritteln und einfüllen. So, jetzt geht's an den spaßigen Teil, ans Einfärben. Ich fange mal mit Orange an. Das ist Karotte, Mango, Banane und Birne. Und fülle das hier in meine erste Schale. Weiter geht's mit Rot und das ist Apfel, Sauerkirsche und Banane. Und zum Schluss den Violetten, das ist Birne, Apfel, Heidelbeere und Hafermehl. Alle Farben sind eingefüllt, die vermischen wir jetzt mit der Quarkmasse. So, das sieht gut aus. Jetzt fehlt nur noch unsere Sahne. Die wird steif geschlagen.
Das sieht gut aus, sie ist schön steif, die Sahne. Davon kommt jetzt etwa ein Drittel in meine rote Creme. Die werde ich nämlich als erstes auf dem Kuchenboden verteilen. Okay, das haben wir. Die erste Schicht kommt jetzt auf unseren Boden und dann kommt er so für etwa 15 Minuten in den Kühlschrank und alle anderen Zutaten auch. Unsere erste Schicht ist im Kühlschrank ein bisschen fest geworden. Ich gebe jetzt Sahne in die zweite und dann kommt die auch drauf. Und vorher rühre ich die aber ein bisschen um, weil die natürlich auch im Kühlschrank war und auch ein kleines bisschen fest geworden ist. Unsere zweite Schicht ist auch fest geworden und wir machen jetzt wieder dasselbe Spiel mit der dritten. Und jetzt rühre ich das einfach noch ein bisschen glatt mit einem Löffel. Unser No-Bake-Cake kommt jetzt in den Kühlschrank und zwar für mindestens 5 Stunden, vielleicht auch über Nacht, wenn ihr den am Vortag vorbereitet habt. Unser No-Bake-Cake ist fast fertig, jetzt auf jeden Fall schön fest geworden und man sieht super die einzelnen Schichten, aber ein bisschen Deko fehlt noch. Die mache ich mit Knusperfrüchten, da habe ich einmal Apfel, Erdbeere und Ananas-Banane und die lege ich jetzt gleich schön oben drauf. Ich habe mich jetzt hier für so einen Halbkreis entschieden, weil ich das schön finde. Aber ihr macht natürlich die Deko, die ihr wollt. Man könnte auch super mit den Früchten eine Zahl auf die Torte schreiben oder vielleicht einen Buchstaben, je nachdem. Unser Tabaluga-Smoothie-Kuchen ist fertig und sieht super schön aus. Den koste ich jetzt mal. Mmh. Oh, der schmeckt auch super lecker. Mmh. Und schmeckt auch nicht so süß. Also macht ihn nach, für euch, für alle Kinder, die ihr kennt, denn je mehr Kuchen ihr macht, desto mehr Geld fließt in die Peter-Maffay-Stiftung und kommt den Kindern zugute. Also viel Spaß beim Nachmachen und natürlich auch beim Filmgucken. Bis bald. Tschüss. Endlich landet Tabaluga auf der großen Leinwand. Ich kann kein Feuer spucken, ich kann nicht richtig fliegen. Ich werde nie ein richtiger Drache sein. Du bist ein Drache. Wirklich? Ich gebe dir dein Feuer. Für mich riecht das nach einer Falle. Mit den Liedern von Peter Maffay. Du bist ein echter Drache. Fliegt in ein Abenteuer mit einem großen Helden auf der Suche nach seiner Bestimmung. Tabaluga, der Film. Tabaluga, ich komme! Ab 6. Dezember im Kino.